Weiß ich nicht mehr. Alles klar. Nächste Hauptmission steht an. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, kann losgehen. Die Abtei im Sumpfland der Romagna, dem Mönch im schwarzen Umhang, der den Apfelstall durchsuchen. Okay. Den bunten Abt. Bam! So, dann los. Dann Jung, los, Mädels. Hab ich ihn gekontert? Wollte ich ihn eigentlich anspringen? Habe ich ihn stattdessen gekontert hier? Aber ich will mich nicht beschweren. Ging wesentlich schneller. Okay. Ach so, die beiden soll ich eliminieren. Oh, wie frech, wie frech. Alter! Okay. Friede sei mit euch. Bam, bam, Peace. Friede sei mit euch. Das hat doch immer irgendjemand im ersten Teil gesagt. Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal. Etwas zu viel. War ein Finger. Trottel. Ein Moment. Ich erinnere mich an. Ja, natürlich! Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo. Im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. Das tue ich immer, ja. In Frieden und über Leichen. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob es noch eine Waffe gibt. Oder ob das nur so DLC-mäßig ist. Muss man sich kaufen, einen auf den. Von daher. Ich spiele einfach weiter. Ich suche jetzt nicht explizit nach einer Waffe. Vielleicht, wenn ich das heute noch nicht durchspiele, google ich das nochmal. Aber. Na, Stündchen wollte ich noch zocken. Vielleicht schaffe ich es ja in der Zeit. Schön wär's. Schön wär's. So, hier kommen wir in Forli rein. Ja, rüber mit dir. Ah. Das sah ziemlich trottelig gerade aus. Gucken wir noch mal ganz kurz. Nein, Waffen. Aber hier habe ich ja alle. Dann später, ja? Nee. Bis dahin habe ich sicher etwas gefunden. Vielleicht, das wäre die letzte Möglichkeit, Venedig noch mal abklappern. Aber das mache ich, wenn überhaupt. Nach der Mission hier noch einmal. Vielleicht komme ich auch so noch mal nach, Romagna, hätte ich fast gesagt. Nach Forli. Nein, nicht nach Forli. Was sollen wir machen mit dem? Ich habe keine Ahnung. Oh, es kommt. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Was? Wen? Oh, Gottes Willen, ey. Ist das nervig. Kann ich... Jawohl, haben wir ihn eingefangen. Danach muss ich allerdings mal kurz unterbrechen. Ich muss noch mal kurz was erledigen. Bitte, nein, ich will nicht sterben. Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa Bifra Savonarola? Savonarola. Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte. Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder.
Alles klar, wie gesagt, werde ich hier das gleich kurz unterbrechen nach der Ladesequenz. Ich kann kurz auf Escape drücken. Bis klar. So, ich bin wieder zurück. Etwas außer Atem gerade, aber... Oh. Geht noch. So, mal schauen, was jetzt kommt. Wahrscheinlich wieder ein neues Gebiet. Wahrscheinlich Florenz. Oh, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Okay, was kommt jetzt? Für eine Erinnerung. Das klingt. Die Musik ist geil. 1497, also einige Jahre später, 9 Jahre um genau zu sein. Geile Sache. So, ich will ihn mir mal angucken. Ah, mit Bart. Okay. Florentina Fiasco, Machiavelli im Bezirk Oltrarno von Florenz treffen. Okay, warte mal. Florenz, habe ich nicht den Mantel für Florenz? Wo habe ich das Inventar? Monturen. Anziehen. In dieser Erinnerung kann der Umhang nicht gewechselt werden. Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Oh ja. Lief doch gut. Machiavelli auf der Brücke Oltrarno treffen. Wo haben wir die Brücke denn? Auge juckt. Oh, ein ganz neues Gebiet oder was? Tja, also ich würde sagen. Verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an. Alter! Was geht ab? Wieso sind die auf einmal aus einem... Wieso sind auf einmal überall Kämpfe? Und wer kämpft? Hopp, hopp. Was für eine lächerliche Kute. Ja, wenn deine Blut rot gleich ist. Ich habe ihn! Das könnte... Bam! Oh, Frechheit! Ja, ich greife etwas ungezielt an, sag ich mal. Bam! Den haben wir schön durchlöchert. Zack! Keine Schnitte haben die. Alter, verpiss dich! Kleine Pissnelken, ey! Bam, wie ein starker Angriff hier direkt ihm die Hälfte abzieht oder so. So, vielleicht gibt es jetzt ja nach Gott weiß wie vielen Jahren... Oh! Der hängt da ja auch geil. Ah, habe ich schon mal gesagt, wie cool ich den Rektor-Effekt hier finde. Zu einfach. So, Florenz. Neues Gebiet, neues Glück. Nach so viel Zeit gibt es vielleicht eine neue Waffe. Die wir uns hier direkt kaufen. Noch Waffen? Nee. Kleine Waffen? Nee. Rüstung wahrscheinlich auch nicht, da habe ich ja schon alles. Kommt wieder, falls ihr eure Meinung ändert.
Wie sieht's denn hier mit Farben aus? Ich meine, Kleiderfärben bringt sowieso nicht. Mahagoni, Scharlachrot, Purpurrot. Ne. Ich bleib bei meinem Assassinen Weiß jetzt. Und ich würde sagen, ach, da können wir nicht hin. Okay. Dann. Da finden überall Kämpfe scheinbar statt. Überall hier. Frage ist nur, wer kämpft hier gegen wen? Ich verstehe nicht, warum sich alle so bereitwillig unterdrücken lassen. Angst? Scheiße, nicht mit mir hier, Mädel. Alter, wie hier echt überall Kämpfe sind. So, wen müssen wir hier uns... Wen hier treffen? Wer ist das denn? Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Aha. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Alles begann... Alles klar. Gehen wir mit. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Der Apfel, jawohl. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen klar. von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt. Ach man, dass sie nie in meinem Tempo hier gehen können. Entweder muss ich schneller laufen oder... Es ist kacke. Mein Geld. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Die Borgia? Ja. Der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Nicht schlecht. Hier ist eine unglückliche Komplikation. Hui, tun wir es. Was? Wartet. Erstmal gucken, mir einen kurzen Überblick hier verschaffen. Segui. Jetzt! Ah. Bleibt hier. Ich sehe ihn! Zack, direkt in den Rücken gehüpft. Bam! Bam! Andiamo, andiamo! Zack! Bam, in your face! Zack. Bam. Geil, dass sie auch durch Kontern Schaden nehmen hier. Ach, wie hier gleich die ganzen Pisse angeschissen. Komm, oh, wer ist denn das da ganz in Rot? Naja, okay. Ich muss mich hier wieder ein bisschen zurückbewegen. Bam, in your face, Alter. Zack. Voll in die Eier. Alter, der ist gut, der hat den da erledigt. So, wir sind da. Ein direkter Angriff wäre gefährlich. Doch gibt es eine andere Option. Abgesehen Gute Frage. Von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert.
Ich spreche mit La Volpe und Paola.